Ich grüße euch und herzlich willkommen heute mit meiner Meinung zu Warhammer 40k Space Marine 2. Diese ist natürlich überwiegend positiv. Warhammer 40k Space Marine 2 ist das nächste große Warhammer-Ding. Er lebt mit einer großen Waffenauswahl und einer exzellenten Grafik an der actiongeladenen Story-Kampagne. Die Kampagne könnt ihr auch zu dritt im Koop erleben und zusätzlich gibt es noch einen 6 gegen 6 Team-Multiplayer-Modus. Alle drei Editionen gibt es bei meinem Partner Moga und ich bedanke mich an dieser Stelle für den Support. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung und jetzt viel Spaß mit dem Video. We are Space Marines. Na, weil mir das Game einfach sehr viel Spaß macht und weil diese ganze Inszenierung wirklich auch sehr gut gelungen ist. Ich kann nur sagen, da saßen wirklich auch Warhammer 40k Fans dran und mit Sicherheit auch einige Mitarbeiter von Games Workshop, weil ansonsten wäre das, glaube ich, nicht so eine unglaublich gute Inszenierung geworden. So, es ist mir doch noch ein bisschen was Negatives eingefallen, und zwar der PvP und der PvE-Modus. Also bei PvP gibt es nur 4 Maps, ist jetzt aber nicht ganz so schlimm, weil man ja doch mit den ganzen Klassen dann irgendwann aufsteigen möchte. Also im PvP ist es nicht ganz so schlimm. Aber bei PvE-Modus, da gibt es nur 6 Missionen. Ich weiß, es kommen jetzt noch weitere PvE-Missionen hinzu, aber da es hier wahrscheinlich zeitgleich rauskommt mit den Konsolenversionen, wird zusätzlicher Content für Warhammer 40k Space Marine 2 wahrscheinlich immer sehr lange dauern. Ja, also das wird sich immer sehr hinziehen. So zumindest meine Vermutung. Und 6 Missionen sind halt einfach zu wenig für PvE, um da einfach eine große Spielerschaft weiter dran anzubinden. Ich weiß, man kann da viel freischalten und so weiter, aber nach 6 Missionen ist die Luft dann einfach auch irgendwann mal raus. Dann spielt man vielleicht nochmal die Kampagne oder man schaut eben halt da nochmal rein, wenn es nur ein Content gibt, aber das war's dann auch. Und ja, finde ich halt sehr schade. Meiner Meinung nach hätten sie so 10 bis 15 PvE-Missionen reinpacken müssen. Dann wäre das was anderes gewesen, aber so ist dann da leider die Lust schnell raus. Serverprobleme gab es, aber jedoch nicht viele. Und einige haben Grafikprobleme, zum Beispiel sehen sie unsichtbare Charaktere. Wo aber im Moment auch schon dran gearbeitet wird. Ich denke mal, das ist dann auch schon bald behoben. Ich persönlich hätte mir noch gewünscht, dass man den Space Marine, den man sich da erstellt für PvP und für PvE, dass man den ein bisschen individueller gestalten kann. Zum Beispiel einen eigenen Namen, eine eigene Stimme, das Gesicht ändern und so weiter. Das hat mir da jetzt gefehlt. Aber ansonsten ist, also das, was ich jetzt weiter zum Spiel sage, das ist alles positiv. Das Kampfsystem, das macht Bock. Die Grafik, die haut selbst den Imperator um. Und es läuft dann noch sehr flüssiger. Die Performance am PC ist sehr gut. Und Interface und Audio wirken sehr gut überarbeitet. Die deutsche Synchro, die ist auch sehr gut. Ich weiß, einige mögen die deutsche Synchro nicht. Die stellen dann lieber das Englische ein. Aber es kann ja jeder so machen, wie er möchte. Aber das absolute Highlight ist natürlich die Kampagne. Ja. Die Kampagne ist eine unglaublich gute Inszenierung. Und es macht sogar Spaß, die mehrmals durchzuspielen. Ja. Also ich spiele jetzt auch noch eine Koop-Kampagne und ich habe immer noch Spaß dran. Ja. So, ja, zuletzt habe ich hingeschrieben, das, was ich eben schon ein bisschen erwähnt habe. Mir Content ist zwar bestätigt, es gibt auch eine Roadmap und so weiter, aber wie gesagt, da das Ganze wohl zeitgleich mit den Konsolen rauskommt, denke ich, wird da neuer Content immer etwas dauern. Was natürlich das Negative daran ist. Und ansonsten, wenn ihr Warhammer 40k Space Marine 2 auch im PvP spielt, dann kann euch das Game wirklich sehr lange fesseln. Wenn ihr jetzt aber nur Kampagne und PvE spielt, dann ist dann irgendwann leider auch die Lust raus. Ja, das ist dann leider so. Dann spielt man das mal wieder, wenn man Bock hat auf die Kampagne oder wenn neuer Content rauskommt, das sind neue PvE-Missionen oder ein neuer PvE-Modus oder eben halt eine neue Kampagnenmission, ja, eine Kampagnenerweiterung. Dann holt man das mal wieder raus, dann installiert man das mal wieder.
Aber ansonsten ist es wirklich nur ein Dauerbrenner, wenn ihr wirklich auch PvP spielt. Ja, ansonsten wird es euch, glaube ich, nicht so lange fesseln können. Gut, aber nichtsdestotrotz, die Kampagne ist natürlich super. Ja, die spielt man immer mal wieder gerne durch, finde ich. Und ja, das war es soweit zu meiner Meinung zu Warhammer 40k Space Marine 2. Ich bin damit durch und dann lasst auch gerne ein Like. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video oder im Livestream.